Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich wollte heute einen kleinen Haul für euch zeigen. Wir waren heute unterwegs gewesen. Wir hatten einen Termin beim Kinderarzt und dann waren wir noch im Markauf und im Indoor-Flohmarkt gewesen. Und deswegen wollte ich heute einfach mal die Sachen zeigen, weil ich nicht so oft Hauls mache. Und ich habe im Markauf einmal diese Lebensmittelfarbe geholt. Für die Taufe wollte ich einen Regenbogenkuchen backen. Deswegen brauchte ich solche Lebensmittelfarbe. Die habe ich geholt. Dann habe ich für uns Milchschnitte mitgenommen. Da sind 5 Stück drin. Die waren 1 Euro und noch was. Die habe ich. Dann habe ich einmal solche Kinderlöffel-Biskuits geholt. Die sind ohne Zucker für meinen Kleinen, ohne Zuckerkruste. Die habe ich geholt. Dann war im Angebot. War dann Prinzenrolle für 1,59 Euro, meine ich. Oder 49, ich weiß es nicht so. Da habe ich eine für uns mitgenommen. Und ich habe auch noch eine zweite, aber dazu komme ich dann später. Dann habe ich Kinderschokolade geholt, so zweimal, die habe ich geholt, da gab es dann so ein Pixi-Buch, die hatten so einen Aufsteller, da waren so verschiedene und es war auch so eher für den Schulanfang, waren da so verschiedene Geschichten und da habe ich dann dieses hier mitgenommen, da steht halt beim Kauf von zweimal Kinderschokolade gibt es dann das gratis, das habe ich dann geholt, ja und dann habe ich im Markauf noch diese Herzwaffeln. Ich liebe die. Ich finde die total toll. Die kann man immer so zwischendurch mal machen, gerade auch sonntags oder so, weil das richtig schnell geht. Das sind so eine 500 Gramm Backmischung für 2x2, 5 Waffeln, also für 10 Stück. Aber meistens kriege ich so circa 7 raus. Also insgesamt so 14 oder 10 Waffeln kriegt man daraus und das ist so ideal für uns, sage ich mal. Gerade für sonntags oder so, finde ich, liebe Waffeln. Man kann natürlich auch Waffeln selber machen, mache ich manchmal auch, aber das ist so, wenn man halt nicht so viel Teig machen möchte oder nicht so viele Waffeln auf einmal machen mag, dann habe ich halt diese hier und die habe ich dann mitgenommen. Ja, dann habe ich Süßigkeiten, das ist alles zum Verschenken. Einmal diese Katjes mit gute Zeiten, schlechte Zeiten. Das ist für meine Schwester, weil meine Schwester bei Geburtstag hat. Dann habe ich auch nochmal Fruchtgummi, diese hier. Das ist so Wunderland von Katjes. Das ist für meine Nichte. Und da mache ich nämlich auch nochmal so ein kleines Päckchen oder so ein kleines Geschenk. Weil meine Nichte wechselt jetzt die Schule und da wollte ich halt auch irgendwie ein kleines Päckchen ein bisschen was schenken. Da habe ich das hier schon mal. Ja, und dann habe ich noch Kinderriegel. Das soll dann halt auch was für das Geschenk sein für meine Nichte. Und das ist hier noch für meine Schwester zum Geburtstag auch. Dieses Strawberry von Chocolate Chips. Ich finde die richtig lecker. Ich glaube, die sind jetzt auch nur für kurze Zeit. Die gibt es nicht das ganze Jahr. Die habe ich dann auch noch für meine Schwester geholt fürs Geschenk. Ja. Und wir haben bei uns hier im Ort eine Verschenkelgruppe. Ich habe ja letztens schon mal ein Video gemacht. In dieser Verschenkelgruppe bieten manche Leute auch Sachen an zum Tausch gegen Haribo, Kekse oder etc. Und da hole ich heute auch was ab. Das ist von Bob der Baumeister. Das kann ich euch dann irgendwann auch mal in einem Video zeigen. Das fand ich so ganz schön. Dachte mir, entweder für den Adventskalender, weil das so kleine Teile sind. Oder zum Geburtstag, ich muss mal gucken. Oder ich schenke es mit zur Taufe, ich muss mal schauen. Und das sah richtig toll aus. Ja, und sie hatte sich so Haribo gewünscht, aber sie hatte gemeint, auch Kekse würden auch gehen. Deswegen habe ich so Sachen geholt. Einmal das hier, das hatte sie geschrieben in ihrem Post, dass sie gegen diese Erdbeeren tauscht. Da habe ich 2 Stück geholt. Ich weiß nicht, ob das zu viel ist. Dann habe ich noch so Kinderschnuller, das sind auch für Haribo, sie hat 2 Kinder. Dann habe ich hier noch Butterkekse, die habe ich. Und ja, das hier habe ich jetzt auch noch zum Tausch. Also das hier bekommt sie und das hier. Ich weiß nicht, ob das denn zu viel ist oder zu wenig.
jeden Fall wollte ich das dann dagegen eintauschen. Also teuer ist das jetzt nicht. Also das hat jetzt 1,09 Euro, meine ich, gekostet. Ich schaue mal einfach auf den Kassenbon. Ja, die Butterkekse 1,89 Euro. Prinzenrolle hat nur... Ah nee, also 1,49 hat die Prinzenrolle gekostet. Und Haribo 1,09 Euro. Ja, die Kinderlöffelbiskuits 1,59 Euro. Ja, und die Katjes Fruchtgummitüten haben 80 Cent gekostet. Und Chocolate Chip Cookies, Chocolate Chips 2,29 €. Ja, und diese Lebensmittelfarbe 2,95 €. Ja, Milchschnitte 1,11 €. Ja, also das hat dann gekostet, also so circa, ja, das sind so 3, 4, so 6 Euro oder so hat das jetzt gekostet. Ja, ich weiß nicht, wie man das tauscht. Auf jeden Fall ist es besser, man hat irgendwie was. Ich kann natürlich auch im Internet nochmal gucken, wie teuer das gekostet hat mit diesem Bob der Baumeister. Aber es ist ja eine Verschenkegruppe und man tauscht das dann dagegen. Ich dachte, diese hier, die sich das dann so gebe. Ja, das war so mein Haul gewesen. Und dann zeige ich euch jetzt einfach nochmal, was ich im Indoor-Flohmarkt gekauft habe für meinen Kleinen. Also wenn ihr mich länger verfolgt, dann wisst ihr, ich liebe diesen Indoor-Flohmarkt und ich habe da auch selber schon so viele Sachen hingebracht von uns. Einmal von den Großeltern von meinem Mann habe ich auch viel weggebracht oder auch von mir oder so. So alte Sachen habe ich da hingebracht. Also, und die werden alle für einen guten Zweck verkauft. Und ja, und wir wohnen ja jetzt nicht mehr dort und da kommen wir nicht so oft hin und ich liebe es, da mal zu bummeln. Das ist so wie ein richtiger Indoor-Flohmarkt und da stehen auch die Preise drauf. Also man kann da jetzt nicht falschen oder so wie auf dem Flohmarkt. Ja, und da war dann dieses hier, dieses Bügeleisen. Irgendwie, das macht auch Geräusche. Ja. Ich finde das total cool, das hat 2 Euro gekostet. Aber die nette Dame hat mir dann einfach nur 1 Euro dafür berechnet. Die hat mir das sogar günstiger verkauft. Ja, und das ist mir klein und runtergefallen. Deswegen gibt dieses hier auch ab, dieses Grüne. Aber ich glaube, das ist nicht so schön. Ah, hier geht das auch. Ich weiß nicht. Das muss man vielleicht nochmal hier dran schrauben. So, wenn man drauf drückt, dann hat das jetzt auf. Ich weiß nicht, ob das jetzt kaputt gegangen ist oder ob das schon so war. Ich weiß es nicht. Weil das ist, als sie aus dem Indoor-Flohmarkt rausging, dann ist das meinem Kleinen runtergefallen. Ja, ich werde das jetzt auch nachher nochmal putzen. Und dann habe ich noch ein Spiel gefunden. Das ist so ein Kegelspiel. Da sind so 9 Kegel drin und ich fand das total toll. Das hat 4 Euro gekostet und insgesamt habe ich mit für die beiden Sachen nur 5 bezahlt. Ich fand das so toll, weil für die Taufe, wenn da die Kinder dann auch kommen, dann haben die auch ein bisschen was zum Spielen. Ich finde das so ganz lustig. Und wir haben auch einen kleinen Ball oder auch 2. Da kann man das so umwerfen, also so kegeln. Also ich finde das total toll. Irgendwie hat man dann auch noch mal was. Und das ist, sieht auch so aus, dass es eine gute Qualität hat, sage ich mal. Das ist halt so da drin. Ich fand das irgendwie total cool. Deswegen musste das einfach mit. Das werde ich dann nachher auch gleich noch mal mitnehmen, sondern das werde ich dann auch schön säubern. Dann hat man dann, wenn das schönes Wetter ist, dann haben die Kinder draußen was zum Spielen. Aber man kann das natürlich auch drinnen spielen. Das finde ich irgendwie so richtig schön. Sowas ist auch schön für Kindergeburtstag oder so. Ja, das war so mein Haul heute, was ich so gekauft habe. Lebensmittel habe ich jetzt nicht groß viel was geholt, sage ich mal, weil wir am Samstag mit meinem Mann schon einkaufen waren. Ja, das war so mein Haul. Ich hoffe, euch hat der gefallen
Und dann sage ich mal, macht's gut und bis zum nächsten Video. Tschüss!